Ja, moin Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge der Planer Landwirtschaft. Und wir wollen jetzt in dieser Folge dieses Jahr dann zu Ende bringen. Was wir noch machen müssen, sind das ein oder andere Feld. Wintergerste dürfte noch fertig werden. Da müssen wir dann natürlich noch das Stroh mitnehmen und das Feld dann soweit vorbereiten, bevor die Minustemperaturen kommen. 8 Grad sind es noch. Bisschen Zeit haben wir auch noch, aber früher oder später wird dann der Frost kommen und dann haben wir das dann möglichst dann alles schon mal fertig, bis wir dann im März nächstes Jahr wieder neu aussäen. Und ich schätze mal, dass wir dann noch das nächste halbe Jahr machen müssen, bis wir hier auf 10 Millionen kommen. Wenn wir zaubern, schaffen wir es vielleicht schon in dieser Folge, aber eher unwahrscheinlich. Ich weiß nicht, was wir hier noch so alles an Geldern haben. Nee, das schaffen wir auf keinen Fall. Also wir müssen schon noch nächstes Jahr noch mitnehmen und dann werden wir sehen, was noch alles so zusammenkommt. Also Wintergerste, die Preise sind derzeit auch nicht so der Hit. Da müssen wir eigentlich warten. Wir können zwischendurch immer mal wieder gucken, ob hier irgendwas Tolles ist. Hier, das sieht schon besser aus von den Preisen her, aber richtig reich wird man davon denn auch nicht so richtig. Ja, da müssen wir noch unsere ganzen Sachen reparieren, damit wir die dann im nächsten Jahr wieder benutzen können. Und ich bin wirklich sehr gespannt, ob sich das jetzt gelohnt hat, diese 1,5 Jahre noch weiterzumachen, damit man hier auf 10 Millionen kommt. Mal sehen, was daraus wird. Ja, jetzt kommen hier nochmal ein paar Wintergerstenfelder, die wir ein bisschen später gemacht haben noch. Oder was heißt später? Da haben wir zwischendurch einfach nochmal Silage gemacht, weil es noch zeitlich ging. Haben wir also ziemlich optimal die Zeit, die Felder genutzt. So, ja, das passt. So, jetzt schneit es auch schon. Also, jetzt ist nicht mehr wirklich viel mit Bodenarbeit. Also Saatbettbereitung und Pflügen wird nichts mehr. Strohballen und so, die können wir natürlich noch mitnehmen. Der Rest nicht mehr. Alles, was jetzt über dem Boden ist, das geht noch. Alles, was darunter ist, nicht mehr. Ja, das ist dann soweit durch. Das auch. So, es gibt noch mal ein bisschen Nachwuchs. Gab. So, dann schauen wir eben noch mal ganz kurz in die Angebote rein. Silage, Wintergerste, Sommergerste, das geht doch. So. Der Rest nicht. So, und dann schauen wir noch mal, ob wir hier nicht auch noch irgendwas liegen gelassen haben. Nö, sieht aus, als wären wir hier durch. Gut, dann schauen wir mal ins Lager. Also Stroh ist schon fast wieder voll. Wintergerste auch. Der Wintergerstenpreis, der geht sogar ganz gut.
Können wir eigentlich mal einen Tick verkaufen? So. Beim Stroh. Na, da geht noch was. So, dann haben wir. Gucken wir nochmal auf die Uhr. Also 8,7 Millionen. Davon werden jetzt natürlich nochmal gute 300.000, schätze ich mal, dazukommen. Dann sind wir hier bei 9 Millionen. Dann brauchen wir auch noch ungefähr so 3-4 Monate im neuen Jahr ab März. Also ich schätze mal so bis Juni ungefähr müssen wir dann noch machen. Das geht recht schnell. 1-2 komplette Ernten, dann haben wir es drin. Und dann sind wir hier steinreich. 10 Millionen. Na, haben wir denn zumindest hier verdient. Dann bin ich gespannt, was dann kommt. Und dann gucken wir einfach mal, ja, ob sich das gelohnt hat. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber gut. So, jetzt haben wir erstmal Zeit, hier alles zu reparieren. Das gehört natürlich auch dazu hier über den Winter. Boah, 0%, 0%. Da haben wir einige Sachen richtig schön kaputt gemacht. So, der Stall ist durch. Ah, machen wir ruhig den großen anderen hier. Ja, Stall von wegen Garage natürlich. So. Ja. Und der letzte Traktor, den schaffen wir nicht mehr. So, den schnappen wir uns jetzt. So, dann müssen wir hier einmal gucken. Oh. Unser Lager ist voll. Von dem Kalbfleisch. Kommt auch nicht so oft vor. Dann müssen wir mal zusehen, dass wir hier ein bisschen wieder was absetzen können. Die Kalbfleischangebote sind echt ein Witz, ja? Weihnachten steht vor der Tür und hier passiert gar nichts. So, das können wir machen. Boah, ist das schlecht. Naja. So, dann fangen wir mal mit den kleinen Garagen an. Das brauchen wir, können wir uns eigentlich fast sparen. Ja, 94% ist Blödsinn. 75 geht schon eher. So, dann haben wir wieder ein bisschen Platz ausgefüllt im Lager von dem Fleisch, was wir noch zwischendurch verkauft bekommen haben eben. So, schauen wir eben nochmal ganz kurz. Ist jetzt wieder recht gut gefüllt. So soll es sein. So, dann gucken wir uns wieder ein paar Angebote an. Oh, ganz viel Stroh. Das ist immer gut. Naja, das war es auch schon wieder fast. So, dann kümmern wir uns hier mal um den, um die Garage.
16 Tage, das tut mir leid, da fällt Weihnachten und Silvester flach. So, den haben wir schon mal zwischendurch repariert, den können wir mal wieder ein bisschen auffrischen. Gut. So, und dann haben wir nur noch zwei. Garagen offen. Und die letzte. Und da lohnt es sich nochmal richtig gut, dass ich hier sie hier und ihn hier aufgespart habe. So, dann nochmal ganz kurz Angebote, bevor hier nächstes Jahr ist. So, wie sieht es denn eigentlich mit der Sommergerste aus? Die ist uns ja im letzten Jahr so ein bisschen ausgegangen. Ist auch schon wieder an der Grenze. Ja, und in diesem Monat werden wieder über 200.000 dazukommen. So, jetzt müssen wir mal gucken hier. Die alten Kühe müssen jetzt mal raus, nachdem sie fertig mit der Trächtigkeit sind. Hört sich ganz schön gemein an, ne? 8,9 von 10 Millionen. Nur 96 Cent, nicht so schlecht, aber... Na, wir haben ja schon verkauft. So, dann schauen wir noch mal eben ganz kurz in den Stall. Und in die Garage, da müssen wir nochmal reparieren. Die sind, ja, die drei Sachen hier nochmal, da haben wir ja unsere Experten für. Und dann haben wir alles durchrepariert, wunderbar. Dann können wir eben nochmal wieder Angebote checken. Silage, das sieht doch schon mal gut aus. Hier fällt es jetzt allerdings doch ganz schön runter wieder. Stroh ist okay. Milch, Milch, Milch. Was macht denn eigentlich so? Oh, Mais. Mais müssen wir aufpassen. Mais haben wir fast gar nicht mehr. Uiuiui. Irgendwo noch, wo wir aufpassen müssen. Ja, Hafer, Roggen. Boah, wird auch da wieder eng werden. Strafe. Juckt mich doch nicht. So, so viel Nachwuchs, da müssen doch jetzt mal die beiden Kühe dann auch mal, die beiden alten, durch sein. Immer noch nicht.
So, jetzt aber. So, dann kommen die weg. Die kommen dann rüber. Und die kommen sonst wohin. Möchte ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. So, dann schauen wir eben noch mal ganz kurz. Gibt es hier irgendwas jetzt in Kürze? Bisschen Kalbsfleisch. Ja, der Preis ist natürlich ein Witz. Nee. Der hier, okay. Aber das andere ist Mist. So, dann schauen wir eben noch mal ganz kurz. Irgendwas Neues vielleicht. Silage, Silage, Wintergerste, Hafer, Stroh, Mais dürfen wir nicht mehr. Milch ist gut. So, dann schauen wir noch mal. 70 Cent, ne, das ist auch doof, ne, es ist nix, lohnt sich nicht. Hier können wir nochmal gucken, das sieht besser aus. So, das passt auch. Dann finanziell 110.000 jetzt im Januar ist okay. Damit sind wir jetzt schon auf 9 Millionen von 10. Also es nimmt langsam Form an, ne? Lange wird es nicht mehr dauern. Bin schon fast am Überlegen. 1 Million, ne? Wir haben ja hier unseren Fuhrpark. Was sind denn so die Traktoren und so wert? 13.000. Nee, das ist ja nix. Nee, lass uns nicht überreagieren, sonst könnten wir quasi unser ganzes Lager verticken. Aber das wird sich nicht aufgehen, also glaube ich nicht. 120, 60... Macht 180, das hier ist gar nichts. 360. 300. 400.000. 470. 510. Und dann war's das. Bringt nichts. So lohnt es sich auf jeden Fall mehr. Oh, Mais, so war so viel wert, weil wir keinen mehr haben. Ist ja super. Danke, Spiel. So, Milch. So, jetzt können wir eben noch mal ganz kurz schauen. Jetzt aussehen, aussehen, aussehen. Gut, das ist durch. So, aussehen, aussehen, aussehen. Das ist auch durch. Aussehen. Pflügen. Aussehen, pflügen. Okay, dann schicken wir endlich mal wieder welche raus. Haben jetzt genug Urlaub gehabt.
Ja, aber nicht mehr. Lange brauchen wir nicht mehr. Also wir sind hier bald durch. Fehlt wirklich nicht mehr viel. Vielleicht noch so zwei, drei Folgen, ja? Dann kann es schon zu Ende sein. Gut, dann sind wir hier soweit erstmal durch. In, ja, ein paar Tagen Ingame-Zeit sind wir dann wieder dabei. Müssen wir dann wieder ein bisschen was anbauen, klar. Und dann, ja, lange wird es nicht mehr dauern. Also sobald es geht, werden wir hier dann wirklich alles verkaufen. Und wenn ich den Spielstand einfach nur vorher speichere, falls danach dann doch noch irgendwie eine Million fehlt oder sowas, dann werden wir es sehen, aber wir machen dann. Wir schauen einfach mal. Also wir werden jetzt noch mal einmal ernten und dann müsste das eigentlich auch reichen. Und dann gucken wir einfach mal, wie wir dann finanziell stehen. So, weil wir bekommen jetzt hier noch mal 73k dazu. Und dann werden wir sehen. Also nächste Folge geht's hier weiter. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Macht's gut, Leute. Bis dann.